Herzlich willkommen zu Digital Upgrade, dem Videopodcast mit Tipps, Tricks und News zu Microsoft Windows, Apple macOS, Linux, vielen Freeware- und Open-Source-Vorstellungen sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Another week, another digital upgrade show. Ich bin der Tino. Ich bin der Basti. Und wir heißen euch herzlich willkommen bei Sendung Nummer 8. Part 2 der letzten Show. Ja, und wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar, wir installieren die Komponenten unseres Home-Servers. Genau. Ja, letztes Mal haben wir schon angekündigt, was wir genau machen. Wir wiederholen es nochmal für die, die die letzte Sendung übersprungen haben, weil sie einfach Computerzusammenbau-Geeks sind und sich die Hände nicht wundgeschnitten haben. Genau. Also dieses Mal legen wir direkt nur in der Software los, da kann man sich nicht schneiden. Und die ist ja auch Soft, deswegen dieses Mal setzen wir unseren Mail-Server auf. Genau. Dann bereiten wir einen Webserver vor, den wir mit Apache betreiben. Genau, dann einen FTP-Server. Und wir werden einen Summer-Client einrichten, damit man auf andere Rechner zugreifen kann. Und dass man von anderen Rechnern auch noch auf den Server zugreifen kann und dort Daten speichern kann. Genau, ich würde sagen, wir steigen sofort ein. In der Reihenfolge, wie gerade genannt. Genau, und es geht los mit dem Mail-Server. Eigentlich würde jetzt an dieser Stelle die Installation des Mail-Servers erwarten. Dem ist leider nicht so, da die Installation des gerade eben genannten Mail-Servers ausschließlich auf der Kommandozeile funktioniert und nicht so schön über Benutzerinterfaces wie die vorigen Installationen. Und eine Installation auf der Kommandozeile rentiert sich einfach nicht so wirklich im Video, sondern dafür ist einfach eine gedruckte Anleitung viel besser. Die gedruckte Anleitung haben wir auch, da gehen wir später nochmal drauf ein. Die hat uns ein Zuschauer zugeschickt und wenn man nach dieser Anleitung vorgeht, kann man eigentlich nichts falsch machen. Deswegen wollen wir nur kurz darauf eingehen, wie unser E-Mail-Server, der über diese Anleitung auch installiert wird, wie die Funktion dieses E-Mail-Servers ist. Also alles fängt an mit einem Relay-Server. Und zwar, unser Server bietet keine eigenen Domains, sondern holt und liefert die Mails an vorhandene Mail-Server oder Mail-Provider. Beispielsweise GMX, Arcor, Gmail, also da alles gängige, ja, völlig keine egal. Keine Beschränkungen, also da kann man jeden vorhandenen E-Mail-Provider benutzen. Dann hat man natürlich zwei Bestandteile. Zum einen besitzt der Server zwei Module zum Empfangen und zum Versenden der Mails. Wir verwenden in unserem Mail-Server Postfix zum Übertragen der E-Mails und Fetchmail zum Abholen der E-Mails. Postfix erschafft quasi eine lokale Adresse, zum Beispiel User-at-Home-Server. Und diese wird dann an eine externe Adresse weitergeleitet. Es muss nicht dieselbe Adresse sein, der Username kann variieren und ist auch völlig egal. Dazu muss der Relay-Host natürlich in den Postfix-Einstellungen angegeben werden. Das bedeutet zum Beispiel, der Mail-Server von, sagen wir mal, Gmail muss in der Postfix-Einstellung eingetragen werden, damit Postfix weiß, wohin muss ich meine E-Mails weitergeben. Dann wollen wir noch auf Fetchmail eingehen. Der läuft natürlich entweder direkt als Dienst oder auf Abruf und er holt dann je nach den Einstellungen holt er die E-Mails ab von dem Relay-Server oder er lässt sie halt dort. Genau, das bedeutet, man kann also einstellen, wie man es zum Beispiel in seinem normalen Thunderbird machen würde. Mein Server ist so, mein Benutzer ist so und genauso funktioniert Fetchmail, aber er zeigt sie einem dann nicht an, sondern sie werden in den lokalen E-Mail-Konten abgelegt. Also jeder User, der lokal auf dem System eingerichtet ist, hat ein eigenes E-Mail-Konto und dort wird das Ganze gespeichert. So, und das war's auch schon von unserem E-Mail-Server. Das war eine kleine Rundschau durch die Funktionsweise. Ihr werdet das ganz leicht nachmachen können, wenn ihr die Anleitung Step-by-Step durchgeht. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Also unser Mail-Server ist jetzt fertig eingerichtet. Wir können jetzt mit unserem Mail-Server Mails verschicken. Vorsicht, ist dabei aber ein bisschen geboten, weil wer zum Beispiel jetzt einen großen Internetanbieter hat, wie Arcor, T-Online oder sonst irgendwas halt von den Riesen, die auch wirklich eigene E-Mail-Server haben und so, und dann von der Adresse, also zum Beispiel von digitalupgrade@arcor.de, ich glaube nicht, dass es das gibt, und das Ganze aber jetzt von dem Server wegschickt und das dann
praktisch nicht vom Arco-Server kommt, kann es sein, dass der E-Mail-Server des Empfängers das Ganze nicht annimmt, weil es nicht vom richtigen Server kommt. Das heißt, wer bei einem großen E-Mail-Provider ist oder bei einem großen Internet-Provider und dort seine E-Mail-Adresse hat, soll das unbedingt nicht über diesen Server machen, zumindest nicht das Versenden, da es halt, wie gesagt, diese Probleme geben kann und das somit ja, vermieden werden kann. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Ja. Gut, das sollte jeder beachten. Das war auf jeden Fall hier gut angebracht. Wir wollen aber jetzt hier nicht die Stimmung drücken. Ja, richtig. Normalerweise funktioniert es ja. Der Home-Server ist toll. Total gut drauf. Ja, eben. Und deswegen machen wir jetzt einfach weiter im Text. Und zwar mit unserem Webserver. Genau, wir installieren Apache. Und das ist eigentlich schon alles, was man zu sagen muss. Schaut es euch an. Ist im Endeffekt ganz einfach. Und los geht's. Wieder zurück in Ubuntu Linux. Wie ihr gesehen habt, werden wir jetzt einen Webserver einrichten. Und wir haben uns erstmal überlegt, was ist das Wichtigste bei einem Webserver? Das ist ganz einfach, man möchte sich nicht jedes Mal neu anmelden. Und dafür gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Man geht unter System, Systemverwaltung, Anmeldefenster. Und wir werden jetzt den Autologin von Windows vielleicht schon bekannt. Auf Sicherheit. Und wie wir hier seht, automatische Anmeldung aktivieren. Und wir nehmen unseren User Digital Upgrade und wir werden das Ganze jetzt nochmal aktivieren. Beim normalen Linux-System ist es nicht ratsam, den Auto-Login zu aktivieren, aber da der Server gegebenenfalls im Keller oder an irgendeiner sonst nicht leicht erreichbaren Stelle steht, ist es da sinnvoll, dass sich das Gerät automatisch einloggt und man sich darum nicht kümmern muss. Das nächste ist, wir wollen den Server, da er wie gesagt möglicherweise im Keller steht, auch entfernt administrieren können. Und dazu gibt es eine Web-Oberfläche, die nennt sich Webmin. Und die werden wir uns jetzt holen. Die gibt es leider nicht über die Paketverwaltung. Deswegen gehen wir auf webmin.com. Dort bekommen wir Webmin. Sagen Downloading und Installing. Laden uns das TAR-Archiv runter. Keine Angst, man muss hier nicht kompilieren. Es ist ein Installer dabei. Der Download geht auch gleich los. Speichern das, speichert es automatisch auf dem Desktop, ist fertig und wir sehen hier unser Webmin-Paket. Doppelklick öffnet sich der Archivmanager, das Ganze muss nur entpackt werden. Wir wählen alle Dateien aus, entpacken auf den Desktop. Und jetzt müssen wir es installieren. Das Ganze geht über das Terminal. Das Terminal finden wir unter Anwendungen. Zubehör, Terminal. Ganz einfach. Und jetzt müssen wir uns mit den Super-User-Rechten anmelden, damit wir diese Installationsdatei ausführen können. Genau, idealerweise wechseln wir erst noch in das Verzeichnis. Das ist Desktop, CD, Webmin und so weiter. Und jetzt mit den Super-User-Rechten, wir machen sudo und dann shsetup.sh. Das bedeutet, dass mit den Super-User-Rechten eine Shell aufgerufen wird, wo das Shell-Skript setup.sh abläuft. Enter. So, normal wird das Passwort hier abgefragt vom Super-User. Das habe ich vorhin schon eingegeben, deswegen fragt er jetzt nicht danach. Er fragt uns jetzt, wohin das Config-File geschrieben werden soll. In Klammern steht hier etc webmin, das heißt, das ist das Standardverzeichnis. Das ist okay, das heißt, ich drücke Enter. Das Log-File kann auch hier sein. So. Jetzt fragt er uns, wo Perl ist. User bin Perl ist richtig. So. Er fragt uns, auf welchem Port wir nachher Webmin erreichen. Port 10.000. Hier kann man jeden anderen Port eingeben, aber Port 10.000 ist ganz toll. Zack. Login-Name. Wir nennen den User Digital Upgrade. Und wir vergeben ein Passwort. Wir wollen, sobald der Rechner bootet, den Webmin starten. Und wie ihr jetzt sehen könnt, läuft die Installation völlig selbstständig ab. Genau, das einzige Konsolenhacken, was man machen muss, ist einmal das Kommando zur Installation abgeben. So, Webmin installiert, wir können das Ganze schließen. Und das war es auch schon. Wir können jetzt von jedem anderen Rechner, allerdings auch vom eigenen Rechner, den Webmin erreichen.
Und wir werden es gleich sehen, wenn wir jetzt hier auf den Port 10.000 gehen, sagt er uns, ja, wunderbar, hier ist Webmin. Und wir können uns einloggen. Und wir können über den Webmin wirklich alles konfigurieren, was nötig ist. Wir können uns zum Beispiel sehen, wie groß, wie viel Festplattenplatz belegt ist. Oder wir können Dienste starten, Dienste beenden, alles Mögliche tun, was nötig ist. Wir können Mail-Server, Web-Server und alle möglichen anderen Server hierüber konfigurieren. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal zum Beispiel in den Keller rennen. Webmin ist selbst, sehr selbsterklärend, deswegen war es das auch zu Webmin. Was ist unser nächster Punkt? So, wir auf dem Desktop erkennen können, gibt es oben in der Taskleiste so eine lustige Sonne. Ja, und das ist die Auto-Update-Funktion, die bei Ubuntu jetzt auch verfügbar ist. Wenn man da draufklickt, kennt man vielleicht von Apple, bei Mac oder bei Windows gibt es auch eine Update-Funktion. Dort werden immer aktuelle Version-Updates reingestellt, die man am besten dann installiert. Wie wir jetzt sehen, gibt es hier ein Update für uns, für unsere Graphics Library, und diese Aktualisierung werden wir jetzt vornehmen. Und man sieht schon, die Installation eines Updates ist auch unter Linux nichts Besonderes, sondern es ist einfach ein Klick, es wird installiert, jetzt wird das Ganze noch konfiguriert, und sobald das geschehen ist, das kann jetzt bei der GDLab ein bisschen dauern, aber wir sehen schon, er ist fertig und das war's. Normale Pakete, also normale Software, würden wir über die normale Softwareaktualisierung unter Anwendungen installieren, über Hinzufügen, Entfernen. Wenn wir jedoch etwas mehr Power haben wollen, gibt es die Paketverwaltung. Genau. Die finden wir unter Einstellung und Systemverwaltung und ganz einfach Synaptic Paketverwaltung. Das ist die neue Paketverwaltung. Dort werden wir jetzt erstmal ein paar Paketquellen hinzufügen, die wir für weitere Installationen brauchen. Dafür gehen wir auf Einstellungen, Paketquellen. Und wir haben das schon mal vorbereitet. Hier gibt es die LTS-Library. Wir brauchen natürlich auch die Source-Files dafür. Und das ist, wenn die Leute von der Universe-Library sprechen, ist das diese Library. Und es gibt noch das Multiverse. Und noch ein Universe. Also sie sind für die neue Standardsoftware nicht unbedingt vonnöten, aber wenn man etwas spezielle Software, wie zum Beispiel Serverkomponenten, installieren will, sind die schon sehr hilfreich. So, wir klicken einfach auf Schließen und nochmal auf Schließen und dann klicken wir oben auf den Neuladen-Button und jetzt werden die Pakete von alleine installiert. Wie wir hier sehen können, sind es ein paar Quellen, das dauert auch ein Stückchen, aber die Zeit vergeht ja recht schnell. Das stimmt. Also jetzt werden die ganzen neuen Informationen, die durch diese Paketquellen verfügbar sind, werden heruntergeladen, dass wir in Zukunft über die Suche auch die neuen Quellen finden können. Das Ganze ist auch gleich fertig. Auf den ersten Blick hat sich nichts geändert, hier kamen ein paar neue Sachen dazu, steht in meinem Klammer da hinten, hinter welches Repository es ist, und ich denke, wir fangen jetzt sofort an mit der Installation vom Apache Web Server. Richtig, gehen auf die Suche, geben dort Apache ein und einfach suchen. So einfach ist es, wir finden jetzt Apache, dauert halt einen Moment, und wir sehen ja schon Apache 2. Wenn wir hier das schöne Ubuntu-Zeichen davor haben, wissen wir, das ist ganz toll, funktioniert. Wir klicken einfach das Kästchen an, zum Installieren vormerken. Wenn ihr irgendwelche zusätzlichen Sachen braucht, und das ist das Tolle am Paketmanager, sagt er uns das von selbst. Und wir können über Vormerken diese Sachen zusätzlich einfach mit vormerken, ohne dass wir uns irgendwelche Gedanken machen wollen. Wie wir jetzt sehen, gibt es hier an den Files, die noch benötigt werden, so ein kleines Häkchen. Und das heißt, die werden von alleine auch mit installiert. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur HTML-Seiten ausliefern können, sondern gegebenenfalls auch PHP. Und dafür gehen wir wieder auf die Suche, geben das gewünschte Suchwort ein, PHP. Und nach einer kleinen Weile, wenn wir ein bisschen runterscrollen und bei P irgendwann angekommen sind, finden wir dann auch PHP. PHP 4. Wir können allerdings auch PHP 5 installieren. Wir nehmen jetzt PHP 4. Es sagt uns hier wieder, es gibt ein paar neue Sachen. Und das war es schon fast. Wir wollen jetzt allerdings noch den Apache-Mod für PHP installieren, damit der Apache auch mit PHP umgehen kann. Das heißt, wir geben wieder Apache an, wer den genauen Namen des Mods kennt, kann das auch direkt eingeben. Das heißt immer lib apache 2 mod und dann dahinter, wie es heißt, hat er automatisch mit installiert. Das heißt, das müssen wir in dem Fall nicht machen. Bei PHP 5 müssten wir den lib apache 2 mod php 5 installieren. Müssen wir in dem Fall nicht.
Wer jetzt sagt, ich brauche Perl oder ich brauche Python oder sonst irgendwas, der muss sich halt zum Beispiel Perl installieren und der muss sich Python installieren und sich den jeweiligen Apache-Mod zusätzlich mit installieren, dass der liebe gute Apache damit auch zurechtkommt. So, jetzt klicken wir ganz einfach auf Anwenden und das Phänomen Installation von alleine nimmt seinen vollen Lauf. Genau, das kann natürlich einen Moment dauern, da wir recht viel ausgewählt haben. Aber es hält sich in Grenzen. Und es werden wieder Installationen gemacht, alle Konfigurationen werden gemacht. Der Webserver wird automatisch in die Dienste eingetragen, das heißt, er startet beim Rechnerstart selbst mit. Das heißt, nicht mal da muss man noch irgendwelche Konfigurationsfiles verändern, sondern es funktioniert einfach. So, jetzt können wir den Paketmanager wieder schließen, wir haben alles installiert. Wenn wir jetzt unseren Browser wieder aufmachen, und wir geben den Host Localhost ein, was unser eigener Rechner ist. Sehen wir, Apache läuft, Apache 2.0.5.5, PHP 4 ist installiert und wir bekommen hier die Meldung, dass der Apache Webserver installiert wurde. Und wenn wir jetzt in den Ordner Apache 2 Default, der auf unserer Platte liegt, HTML-Dateien legen oder PHP-Dateien legen oder sonstiges, es ist automatisch der Apache liefert der Apache Webserver diese automatisch aus. Der MySQL-Server ist schon vorinstalliert, das heißt, der kann ohne weiteres genutzt werden. Also wer eine Datenbank braucht, findet sich hier auch ganz einfach zurecht. So, die Apache-Installation ist abgeschlossen. Wir haben uns aus unserem Studio raus in die Freiheit bewegt, da das Wetter auch in Deutschland endlich mal schön geworden ist. Ja, und was fehlt bei uns? Die News. Also fangen wir direkt mit den News an. News Nummer 1. Microsoft stoppt VistaTorrent.com. Wie ihr bestimmt alle mitgekriegt habt, hat Microsoft letzte Woche die Vista Beta veröffentlicht und da gab es einige Probleme mit den Downloads. Man kam nicht so richtig auf den Server, weil eben zu wenig Plätze freigegeben wurden. Da hat sich eine Webseite gegründet und zwar VistaTorrent.com und die hat sich überlegt, Mensch, wir können doch Windows Vista ganz normal vertreiben. Tja, diese Rechnung haben sie ohne Microsoft gemacht, die nämlich eine Unterlassenserklärung an die Jungs geschickt hat und gesagt hat, hey, wer die Beta haben will, der soll doch einfach die DVD bestellen zu dem super günstigen Selbstkostenpreis von 16 Euro. Okay, sehr gut. Ja, was soll man dazu sagen? Microsoft hat es nicht fertig gebracht, genug Download-Slots auf dem Server anzubieten und dann sowas finde ich etwas schade. Aber wir können es nicht ändern. Tja, Pech gehabt. Wir befinden uns immer noch außerhalb der Katakomben und gleich zu den nächsten Neuigkeiten. Der Release-Kandidat 1 von ReactOS 0.3, einem Microsoft Windows-Nachbau, wurde veröffentlicht. Für alle die ReactOS nicht kennen, ReactOS ist ein, ja, wie Tino schon gesagt hat, Windows-Nachbau, also ein Betriebssystem, ein freies Betriebssystem auf Open-Source-Basis, das genauso funktioniert und genauso aussieht wie Windows. Es ist auch kompatibel zu Windows-Software, zumindest zu recht viel Windows-Software. Und genau dieses Projekt hat jetzt den Release Candidate 1 rausgebracht. Das Projekt wurde zwischendurch mal kurz stillgelegt, als sich Microsoft beschwert hat, dass hier Code-Klau betrieben wurde. Und jetzt in der neuen Version wird das auf jeden Fall sehr streng überwacht und geprüft von der Community, dass hier kein Reverse-Engineering betrieben wird und auch kein Code-Klau betrieben wird aus Redmond. Und ja, wie gesagt, der erste Release-Kandidat ist draußen und man kann sich auf jeden Fall mal runterladen, ausprobieren. Ist ein ganz, ganz netter Ersatz zu Windows. Nicht nur beim Wetter geht's heiß her, sondern auch bei den News. Und das nächste Thema ist DirectX 10 nur für Windows Vista. So ist es, liebe XP-User. Microsoft hat vergangene Woche das neue SDK veröffentlicht und damit auch eine Erklärung dazu, dass DirectX 10 nicht mehr auf XP laufen wird. Tja, Pech gehabt. Also für alle, die gerne zocken und auch den Slime-Modus ihrer Grafikkarte irgendwann mal ausreizen wollen, wird wohl Windows Vista der neue Freund oder der neue beste Freund des Zockers werden. Abzuwarten bleibt noch, wann die ersten Grafikkarten mit DirectX 10 Unterstützung rauskommen. Bis jetzt steht noch kein genauer Termin fest, aber es wird wohl Ende des Jahres Nvidia und Arti die ersten Karten auf den Markt bringen. Also Zocker, jetzt keine Grafikkarten kaufen. Ubuntu Linux für Sun's Spark 64 Architektur.
Unser Linux-Liebling Ubuntu Linux ist jetzt auch für Sun Spark-Architektur, Spark64-Architektur verfügbar. Spark64, das ist die Architektur, die hauptsächlich bei großen Servern eingesetzt wird, in meist großen Unternehmen oder so. Ja, das ist eigentlich auch schon alles der Newsmeldung. Wie gesagt, Ubuntu gibt es auch für diese, diese Plattform und es kann somit auch als großer Server eingesetzt werden. So viel zu den News für diese Woche. Eins bleibt noch zu sagen, und zwar Microsoft-Chef Bill Gates hat gesagt: Tschüss, ich gehe und ich bin frei. So, nachdem wir den letzten Teufel los sind, können wir jetzt weiter mit unserer Sendung machen. Und wie wir angekündigt haben, möchten wir euch noch zeigen, wie ihr einen FTP-Server richtig einrichten könnt. Und das Ganze natürlich, solltet ihr es vergessen haben, unter Ubuntu Linux. Und zum Beispiel Dateien hochzuladen in den Apache, dass wir die nachher im Web sehen können oder auch zumindest im Browser sehen können, brauchen wir einen FTP-Server. Wir brauchen den auch, umsonst irgendwie Dateien auf den Server laden zu können. Und dazu installieren wir uns den PureFTPD. Wo bekommen wir den? Natürlich, wie gewohnt, in der Paketverwaltung, und zwar Systemverwaltung, Paketverwaltung ausführen, und dann suchen wir wie immer nach dem Suchbegriff. Wir geben den richtigen Namen ein, wir können auch einfach nur nach FTP suchen und würden dann mehrere Auswahlmöglichkeiten bekommen. Da die Liste aber sehr lang ist und wir wissen, wie der heißt, installieren wir den. Erstmal installieren wir den PureAdmin, und PureAdmin ist das Frontend, mit dem man ja den FTP-Server bedienen kann, und das Synaptic erkennt natürlich gleich wieder, ohne PureFTPD geht da gar nichts, deswegen werden die mit installiert. Ich sage OK, anwenden, und die Installation geht los. Ganz einfach und schnell, so wie wir das von Ubuntu gewohnt sind. Das war's. Ja. So, unter Anwendungen. Systemwerkzeuge finden wir denn jetzt auch. Wir starten ihn ganz normal. Also es ist ein ganz normales Programm. Wir sehen gleich. Und ein PureFTPD ist running. Und jetzt, alles was wir brauchen, sind im Endeffekt FTP-User, die angelegt werden müssen. Da gehen wir auf Manage Users. Wir wollen natürlich unser Passwort-File anlegen. Wir wollen User und Gruppen auch anlegen. Und da geht es auch schon los. Dafür gehen wir auf Add New User, geben einen Usernamen ein, wir nehmen wieder Digital Upgrade und benutzen unser Standardpasswort für Ubuntu Linux. Dann legen wir den User an, und wie wir sehen, haben wir jetzt einen User. Man kann den User jetzt bearbeiten und man kann ihm verschiedene Directories freigeben, auf die er zugreifen kann, indem man ihm Rechte gibt. Wir nehmen den Root und machen OK. Diese Änderungen speichern wir natürlich, und das war's schon. Jetzt können wir uns theoretisch über einen FTP-Client von einem anderen Rechner aus in den Server einloggen mit dem Benutzernamen und dem Passwort, das wir bekommen haben, und würden in unserem Home-Verzeichnis im Endeffekt landen und könnten dort Dateien hochladen und Dateien runterladen. Man kann über den FTP-Manager noch viel präzisere Rechte einstellen. Man kann halt nur Schreibrechte vergeben oder nur Leserechte oder beides verhindern, dass Verzeichnisse erstellt werden können, dass Verzeichnisse gelöscht werden können. Das Ganze erklärt sich relativ selbsterklärend über den Manager, da das Ganze über ein GUI läuft und man sich somit wieder mal nicht mit der Konsole rumschlagen muss. Nun ist unser FTP-Server auch fertig eingerichtet und wir können jetzt ultraschnell Daten uploaden und downloaden. Was wohl zu den Hauptfähigkeiten eines FTP-Servers zählt. Das ist wohl richtig. Aber natürlich können wir auch mit einem FTP-Server, wie wir gesehen haben, wunderbar Rechte verteilen, sodass man nicht ständig alles freigegeben haben kann, wie man das von Windows eigentlich gewöhnt ist. Dass man was freigibt und die normale Benutzerfreigabe benutzt, dass alle darauf zugreifen können. Mensch, die normale Benutzerfreigabe, funktioniert das nicht über Samba? Richtig. Ja, richtig. Genau, und deswegen wollen wir natürlich auch einen Samba-Server einrichten, dass wir wie über auf eine Windows-Freigabe einfach von Windows, von macOS, von anderen Linux-Systemen einfach auf die Netzlaufwerke, die auf dem Server liegen, zugreifen können. Ja, das funktioniert mit dem Samba-Server, und den wollen wir einfach mal einrichten. Zu guter Letzt installieren wir jetzt noch den Samba-Server. Das geht ganz einfach. Wir gehen wieder in die Systemverwaltung,
Synaptic, Paketverwaltung, und suchen dort in der Suche nach Samba. Wer sich jetzt denkt, was will ich denn mit Samba? Ich kann auch gar nicht tanzen. Der, seitdem sei hier gesagt, Samba ist dafür da, um für Windows-Rechner, also hauptsächlich für Windows-Rechner, allerdings auch für Macs oder andere Linux-Geräte, Dateien auszuliefern. Und weil das erste ist halt ein bestimmter Serverdienst für installieren. Samba, das Paket selbst und das Paket SMBFS. Zusätzlich, das ist die Dateiverwaltung für Samba. So. Wir installieren. Und es geht los. So, die Installation ist wieder recht schnell abgeschlossen. Wir gehen jetzt in unser wunderbar vorher installiertes Webadmin Panel. Finden auch den Firefox nach kurzem Suchen. Sieht ja auch ein bisschen anders aus als gewohnt. Genau, ich sehe hier keinen Fuchs. Wir gehen auf unseren Localhost und melden uns mit unseren Zugangsdaten in das Admin-Panel ein. Digital Upgrade und unser Ubuntu-Standardpasswort. So, nun finden wir unter Server ganz einfach den Samba-Server, auf den wir jetzt klicken. Und wenn wir jetzt ein bisschen runterscrollen, sehen wir hier wunderbare Einstellungsmöglichkeiten. Man kann hier zum Beispiel Benutzer und Passwörter bearbeiten. Das bedeutet, ich kann jetzt hingehen und einen vorhandenen Systembenutzer, zum Beispiel unseren nicht mehr vorhandenen Digital Upgrade Benutzer, natürlich ist er noch vorhanden, nehmen, könnte ihm jetzt ein neues Passwort setzen für Samba, könnte ihm jetzt sagen, er braucht kein Passwort oder sonst irgendwas, speichere das Ganze. So, nein, natürlich nicht. So, und ich kann jetzt hingehen und eine neue Freigabe erstellen. Und ich sage, neue Dateifreigabe erstellen und sage zum Beispiel, das Verzeichnis soll jetzt nicht root sein, sondern was weiß ich denn hier, tmp. Ich kann natürlich auch in die Unterverzeichnisse reingehen. Ich gehe nochmal zurück und nehme wirklich nur tmp, das geht, indem ich den Ordner anklicke und dann unten auf OK. So, und jetzt kann ich, den Rest kann ich so lassen, wie ich möchte. Und ich kann jetzt hier, das ist recht wichtig, sichtbar im Netz, ja oder nein. Wenn ich ja sage, ist die Freigabe ganz normal sichtbar. Wenn nicht, muss sie mit einem Dollarzeichen dahinter von Windows aus erreicht werden. So, ich kann jetzt hier noch sagen, nee, das soll jetzt nur für den Benutzer Digital Upgrade sein. Sag okay. Und Freigabename nenne ich es einfach TMP. Ich kann dann auch irgendeinen ganz tollen Namen wie temporäres Verzeichnis oder so geben. Oh, das ist natürlich richtig. Da sehen wir auch gleich, dass die Unix-Rechte-Struktur auch in Samba übernommen wird. Wir können das nicht beim Benutzer Digital Upgrade machen, da der Benutzer Digital Upgrade keine Rechte auf den Ordner TMP hat. So, wir haben vorher schon mal eine Freigabe-Root angelegt und wir können hier Benutzer hinzufügen. Das geht ganz einfach. Indem wir Sicherheit und Zugriffskontrolle klicken, dort bei berechtigten Benutzer auf die drei Punkte und jetzt Digital Upgrade suchen und einfach mit OK hinzufügen. Wir könnten jetzt, wenn wir noch mehrere User angelegt haben, könnten wir diese User hier hinzufügen oder wir können zum Beispiel sagen, irgendwer darf nicht hinzugefügt werden und darf keinen Zugriff dafür haben, können wir das Ganze auch anlegen. Wer jetzt sagt, okay, ich habe jetzt zwar meinen User in dem Fall zum Beispiel bei uns Digital Upgrade angelegt, ich würde aber gerne noch für Tino, für Basti, für weiß ich nicht noch wen, auch noch eigene User haben, dann geht man einfach Systemverwaltung, Benutzer und Gruppen und kann dort neue Benutzer hinzufügen. So, in dem Fall speichern wir einfach. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Windows-Rechner aus auf Home-Server zugreifen übers Netzwerk, dann ist es gar kein Problem, dann wird uns einfach angezeigt, root, und wir könnten, wenn wir Benutzer Digital Upgrade und das Passwort von Linux eingeben, einfach darauf zugreifen. Angenommen, wir haben eine Applikation installiert, die Webmin nicht unterstützt, wollen wir das Ganze vielleicht trotzdem fernwarten können. Und was gibt es dafür Tolles? Den VNC. Der VNC ist bei Dapper Drake integriert und man findet ihn unter Einstellungen
entfernter Desktop. Und jetzt muss man nur noch die Einstellung, dass andere Benutzer auf den Desktop zugreifen dürfen. Und man muss diese die Abfrage kann man ausschalten und man kann eine Passworteingabe freischalten. Die Abfrage bei Ihnen nachfragen muss unbedingt deaktiviert werden, sonst würde auf dem Server ein Pop-up aufgehen, ob der User rein darf, aber nachdem vor dem Server niemand sitzt, würde das auch nicht funktionieren. Die Passworteingabe ist natürlich schon sinnvoll, da das Ganze ein bisschen sicherer so wird. Wir speichern das und wir können jetzt mit jedem beliebigen VNC-Viewer-Programm, wie zum Beispiel VNC-Viewer unter macOS, ich starte den direkt mal, kann ich einfach sagen, Open, ich würde jetzt hier meinen Home-Server auswählen, sage OK und bekomme jetzt nach kurzer Ladezeit, wir sehen es hier schon, einfach eine Kopie des Home-Servers und ich kann jetzt auf diesem genauso arbeiten, als würde ich vor dem Gerät sitzen und das macht natürlich die ganze Wartung von dem ganzen System wirklich super einfach, da man keinen Bildschirm mehr im Keller braucht. Jetzt ist der Home-Server installiert und betriebsbereit und wie ihr gesehen habt, wir haben alles über die grafische Benutzeroberfläche installiert. Ja. Ein Zuschauer von uns, Volker Windel, hat uns eine Anleitung geschickt, eine sehr ausführliche Anleitung über 22 Seiten, wie man den sogenannten CT-Server installiert, der damals von der Zeitschrift CT veröffentlicht wurde und man kann da wirklich nichts falsch machen. Allerdings, das muss man sagen, läuft der Server eigentlich nur auf der Kommandozeile und das ist also für den erfahrenen Linux-User auf jeden Fall super und es ist auch sehr viel ressourcensparender als mit der Oberfläche, mit der grafischen Oberfläche, aber es ist halt einfach sehr viel schwieriger. Aus diesem Grund haben wir uns für die andere Variante entschieden. Wer jetzt aber sagt, ich will das trotzdem machen, ich will das haben, der kann natürlich die Anleitung bekommen und zwar auf unserer Homepage, genau. Adresse www.digitalupgrade.de. Also nochmal vielen Dank an Volker, also die Anleitung ist wirklich super. Auch wer nicht, also kein Linux-Nerd ist, der kommt auch in diese Anleitung zurecht, weil es wirklich super geschrieben ist, also über 22 Seiten hinweg, fast wie ein Buch. Also wirklich ganz toll, nochmal vielen Dank dafür. Ja, bedanken wollen wir uns auch bei unserem diesigen maligen Kameramann, Stefan Hubert, der uns sehr schön hier alles gefilmt hat und ein bisschen Bewegung in die Bilder gebracht hat. Das war's für Sendung 8, würde ich mal behaupten. Ja, schade eigentlich. Aber diesmal knackig und kurz. Und wir haben natürlich auch für die nächsten Sendungen schon massig Content. Richtig. Ein bisschen was wollen wir vielleicht schon verraten, also wir werden das neue, ich werde es nicht weghaben, ich habe keinen PC hier stehen. Ja, wir werden das PowerBook, das MacBook Pro vorstellen, das neue. Vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem PowerBook, was ist schneller, was ist langsamer. Und da werden alle G4-PowerBook-Besitzer vor den Monitoren zusammenbrechen. Ja, die Power ist schon wirklich gigantisch. Das ist richtig, aber darauf gehen wir in der nächsten Show ein. Da haben wir einiges an Material, einfach Mac-spezifisch, was es dazu zu berichten gibt überhaupt, was es für Tools gibt. Ihr werdet das nächste Show sehen. Nein, lügt doch nicht. Nächste Show wissen wir noch gar nicht. Das haben wir noch nicht entschieden. Wenn Microsoft sich endlich dafür entscheidet, cool zu sein und sagt, hey, wir wollen nicht nur unsere Beta-Tester zum Beta-Tester machen, sondern auch normale Menschen, dann werden wir erstmal Windows Vista zeigen. Das ist richtig. Und dieses lustige, bunte Office 2007 Paket. Genau, aber ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen, die nächsten Sendungen werden Vista, Office und macOS Specials werden. Also sehen wir uns bald wieder. Bye bye. Und eins dürft ihr nicht vergessen, die nächste Show ist immer die beste. Ganz, ganz ehrlich.